Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kurz vorm Wochenende geht es nach dem kurzen Winter direkt wieder los mit dem Arbeit. Es ist rein gar nichts passiert über den Winter. War jetzt auch kein langer Winter, weil wir sind ja im November mit dem Auto noch gefahren. Dann war Essen Motorshow. Da waren jetzt mal ein, zwei Monate Limo. Aber jetzt, ab diesem Wochenende, ist wieder Fahren angesagt. Bilzerberg das erste Mal. Wird wieder gefahren. So viel schon mal vorweg. Wir bereiten das Auto jetzt vor. Was wir alles machen, werdet ihr in diesem Video sehen. Am Ende werden wir dieses Wochenende fahren, wenn das Wetter mitspielt, weil selbst im November haben wir die Reifen ja schon nicht warm bekommen. Das heißt, die Chance, dass wir sie jetzt warm kriegen, mal gucken. Selbst da hat sich was getan, aber ja, es geht eigentlich mehr darum, das Auto auf die Saison vorzubereiten. Letztes Mal fahren war ja das Problem, mein Getriebe mit der Drechslersperre, das ist mittlerweile wieder hier, war kaputt gegangen. So, erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank an die Firma Drechsler, die mir dieses Getriebe wieder instand gesetzt haben. Wirklich geile Firma, müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ich war erschrocken, wie scheiße das Auto ohne Sperre fährt. Also so eine gute Sperre, eine gut ausgelegte Lamellensperre ist jetzt nicht nur so, dass die nur auf Last das Auto besser beschleunigt, sondern alle Bereiche, egal ob es Bremsen ist, Einlenken, um eine Kurve. Wirklich, ich bin 3 Runden gefahren, habe das Ganze abgebrochen, habe gesagt, Katastrophe. Wir brauchen wieder diese Drechslersperre, das soll jetzt keine Werbung sein, sondern sie hat wirklich, die war jeden Cent wert, es funktioniert einfach nur geil. Problem letztes Mal war dieser Flansch. Dieser Flansch ist schon ein verstärkter aus Italien. Hier sehen wir gerade den Originalflansch daneben. Ein bisschen eng hier, ne? Ja. Egal, kämpfen wir uns durch. Das heißt, hier ist die Verzahnung größer. Da diese Verzahnung größer ist, kriegen wir die in das Diff gar nicht rein. Und Drechsler hat mir das damals passend zu diesem Flansch quasi gemacht. So, neuen Flansch aus Italien. Achso ja, dieser Flansch war, ich weiß nicht, was passiert war. Auf jeden Fall hat der Flansch, ist der Flansch, glaube ich, rausgewandert. Dann hat die Verzahnung wahrscheinlich nur noch zur Hälfte getragen. Und in dem Moment gab es hier drin natürlich ein bisschen Karies. Das heißt, das Differential wurde theoretisch auch beschädigt. An dem Differential wurden somit im Inneren quasi die Gegenseite hiervon getauscht. Und das Getriebe hat gleich nochmal eine kleine Revision bekommen. Kleine Revision bekommen heißt jetzt nicht, dass da irgendwelche Synchronringe oder so neu gemacht wurden. Das ist auch immer noch ein Seriengetriebe. Aber immerhin hat Drechsler da direkt neue Simmeringe, neue Lager und so weiter reingesteckt, weil das wohl auch mittlerweile fällig war. So, das heißt, das ist jetzt zumindest wieder so, dass wir es einbauen können und den Stand fahren können wie vorher. Deswegen ist auch der Motor raus. Das ist der einzige Grund. Motor raus, um hier wieder das Getriebe einzubauen mit der Drechslersperre. Weiter im Text geht es mit diesem Kollegen hier, unser Turbolader. Den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar ist dieser wieder undicht, weil er lose ist. Da müssen wir mal gucken, warum das so ist. Das heißt, er bläst dazwischen wieder ab und das, obwohl wir hier schon die Nordlock-Scheiben zwischen gemacht haben, die uns jeder empfohlen hat. Wobei hier sehe ich direkt, dass der auf jeden Fall so richtig lose ist. Wenn er schon mal lose ist, kann man natürlich gleich ein kleines Upgrade reinmachen. Es war jetzt nicht so, dass wir leistungsmäßig zu wenig hatten, keine Frage. Dieser Step ist nicht notwendig. Aber es gibt halt schon Strecken, wie zum Beispiel Oschersleben oder wie auch die Nordschleife, wenn wir irgendwann damit mal fahren, wo man einfach Saft braucht. Da braucht man einfach Leistung, man kann nicht genug haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht hier immer schon durchpfeift, weil, jetzt kommt's, der Abgasgegendruck im Krümmer schon zu hoch ist. Wenn der Turbolader zu klein ist, und wir reizen den dauerhaft aus. Erstmal ein Wahnsinn, dass das Ding überhaupt so lange hält. Also da hat TTE wirklich wieder 100%ige Arbeit geleistet. Das gucken wir uns gleich auch noch an, wie der so vom Zustand hält. Wenn wir dauerhaft 2-3 Bar im Krümmer hier haben, wir haben das leider nicht gemessen, das werde ich jetzt aber auch nachrüsten, dann pfeift natürlich so eine Dichtung schneller durch, als wenn man nicht so einen krassen Druck im Krümmer hat. Warum hat man Druck im Krümmer? Ganz einfach, weil der Turbolader zu klein ist. Das heißt, irgendwann kommt auch bei diesem Turbolader der Punkt, wo einfach der Druck im Krümmer zu hoch wird. Und dann ist das für ein Rennauto wirklich schon extrem schlecht, weil die Temperatur geht hoch, jeglicher Verschleiß geht hoch, der Motor neigt eher zum Klopfen, es kommt einfach nicht mehr Leistung raus. Deswegen, hier ist ja schon verbaut von HRE einen Upgrade-Krümmer. Also das ist quasi ein Upgrade-Krümmer von HRE aus Deutschland, der aussieht wie der Originale, der ist nur größer gegossen. Und passend dazu gibt es tatsächlich, also wirklich der Wahnsinn, dass Leute für dieses Auto so einen Aufwand betreiben, haben die Jungs auch noch ein neues Abgasgehäuse gegossen. Das ist jetzt auch schon wieder thermoisoliert von denen, aber von der Theorie her ist dieses Abgasgehäuse, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen sieht man schon, dass es hier eher hier einfach nur drauf isoliert ist und hier sieht man schon, dass da eine richtige Schnecke drunter ist, ne?
dieses Abgasgehäuse ist größer. Alleine wie geil das aussieht, ne? Also wenn man hier so reinguckt, ist das flow-technisch schon wirklich geil. Das ist auch so ein Edelstahl-Feinguss. Feinguss sieht man einfach, wie fein das Ganze ist. Wastegate ist auch anders. Ein bisschen, was für uns halt auch wichtig ist, das ist auch optimiert. Weil hier rüber regeln wir halt den ganzen Motor. Das heißt, hier rüber gehen die Abgase am Turbolader vorbei, wenn wir den Druck erreicht haben. So, deswegen von HAE ein Abgasgehäuse bekommen, das testen wir jetzt. Das ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Und, ja, was soll ich sagen? Ich habe das Ganze zu TDE geschickt. Die Jungs kennen mich. Geile Firma, muss ich wirklich über Jahre sagen. Bin ich wirklich stolz drauf, wie ich mit denen seit Jahren zusammenarbeite. Auch wie diese Firma wächst. Die sind nämlich gerade umgezogen in eine neue Halle, was in München halt einfach auch nicht einfach ist. Da müssen wir auf jeden Fall mal hinfahren und uns das Ganze angucken. Zwei Tage später gab es halt mal wieder ein kleines Upgrade. So, das heißt, wenn ihr jetzt hier reinguckt, alt versus neu. Oh jo. folgender Punkt. Sören mich gefragt, Philipp, was willst du in der Leistung fahren? Ich sag so, Digga, das Ding hat auf dem Prüfstand 3,36 gehabt. Die sind wir eigentlich noch nie so richtig gefahren. Aber eine 3,50 wäre schon cool. 3,60, 3,80. Das ist auch das, was HAE ungefähr zu dem Abgasgehäuse sagt. Dass man so 20, 30, 40 PS mehr schafft als mit dem originalen Garrett-Abgasgehäuse. Ja, Abgasgehäuse hingeschickt. Was kommt zurück? Größeres Verdichterrad. Weil der alte Verdichter nicht in der Lage ist, die Luftmasse für 360 PS zu machen. Als auch dann wiederum angepasst die Turbine dazu. Die ist auch ein paar Millimeter größer. So, jetzt ist die große Frage. Was macht das Ansprechverhalten? Das werde ich euch erst nach dem Wochenende sagen können. Es wird auf jeden Fall schlechter. Ich glaube aber nicht viel. Nicht merklich. Weil am meisten macht das Ansprechverhalten immer tatsächlich das Abgasgehäuse aus. Dieses kriegt natürlich ein bisschen mehr Volumen. Da haben die HAE-Jungs aber schon auf dem Prüfstand genug Tests gefahren. Ich glaube, es ist minimal, vielleicht 200 Umdrehungen, die dieser Lader schlechter kommt. Diese 200 Umdrehungen kann ich aber ohne Probleme hinnehmen, weil wir den Motor im mittleren Bereich eh komplett kassiert haben. Also, da wir in der Mitte eh nicht ansatzweise das fahren, was der Lader könnte, ist für mich eher wichtiger, dass dieser Tip-In, also wenn ich Gas gebe, dass der Lader dann schnell kommt. Das ist für mich fast wichtiger, als dass der jetzt, keine Ahnung, bei 3000, 4000, 5000 kommt, sondern wichtiger ist, weil ich kann die Drehzahl eh nicht variieren auf der Rennstrecke. Eine Drehzahl, eine Kurve, beziehungsweise eine Kurve, eine Geschwindigkeit, eine Drehzahl. Das heißt, Drehzahl steht ganz hinten als resultierender Wert aus der Kurvengeschwindigkeit und Übersetzung. Das heißt, ich kann eh nicht ändern. So, das heißt, das kann ich eh nicht beeinflussen. Passt genauso wie der Plug and Play. Bin gespannt. Ich hoffe, dass wir leistungsmäßig bei 2 bar bleiben, aber das Auto bei 2 bar am Ende statt, wir hatten letztes Mal bei 2 bar so 310 PS und jetzt wäre geil, wenn er bei 2 bar so 340, 350 PS hat. Das wäre mein Ziel. Das wäre geil. Und das macht selbst auf dem Bilzer Berg schon Meter. Definitiv. Weil ich habe es beim vorletzten Mal fahren gemerkt, da bin ich so von 1,5 bar, als die Ansaugbrücke undicht war, auf 2 bar gegangen und das war in einer Rundenzeit sofort eine Sekunde. Also, es ist schon bei den Autos noch so, dass wir Leistung brauchen. Sonst, ich wollte jetzt gerade mit euch hier den Lader checken. Das macht aber keinen Sinn, weil das, was ich hier checke, kann ich euch einfach sagen. Er hat wirklich gar kein Spiel. Der nächste Punkt ist, verschlissenen Lader würde man immer direkt in der Downpipe sehen. Ja, die ist furztrocken. Das Ding ist auch furztrocken, da geht gar nichts. Gibt übrigens auch noch ein Upgrade in diesem Video. Also, da bauen wir jetzt gleich Turbolader ab. Der geht trotzdem zu TTE, die sollen da ruhig mal reingucken in Bezug auf Lagerung, weil der hat jetzt halt wirklich schon ein paar Runden hinter sich. Rest passt Plug and Play dran. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie wir diesmal diese Verbindung da hinkriegen, dass sie sich definitiv nicht wieder löst, weil man sieht halt schon, dass die Muttern los sind. Das ist halt nicht gut, obwohl wir schon diese Nordlock-Scheiben haben. Und da freue ich mich ja drauf. So, dann wollen wir natürlich noch ein paar Kilos holen aus dem Auto. Und da habe ich mal wieder eine Idee gehabt. Da gibt es bei eBay diese süße Lichtmaschine. Ich glaube, es war von einem Hyundai oder Daihatsu. Bin ich eigentlich drauf gekommen, die Holy Hall Jungs haben die bei ihrem V8 verbaut. Ja, und was soll ich sagen, ne? Also, schon ein Unterschied, ne? Mhm. Jetzt ist die große Frage, kriegen wir die da rein? Ich würde sagen, wir bauen die erstmal aus. Ja, da liegt was. Wir bauen die erstmal aus und gucken erstmal Gewichtsunterschied. Kurz zur Lichtmaschine. Die hier hat 50 Ampere. Das ist nicht viel. Die hier hat
Weiß ich nicht, aber ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, die wird eher so im Bereich von 80, 90 haben, vielleicht 100, 120. Die brauchen wir aber niemals, weil ich habe mir dann überlegt, was habe ich noch an Verbrauchern in dem Auto? Eine Spritpumpe, die ist wirklich nicht groß. Wir fahren eigentlich immer ohne Licht, ohne Scheibenwischer, weil das ist einfach kein Auto, mit dem man im Dunkeln oder im Regen fährt. Wir haben eigentlich keinen Lüfter an, weil während der Fahrt hat man Fahrtwind, da geht auch kein Lüfter an. Das heißt, der verbraucht eigentlich wirklich so wenig Strom, dass ich sage, 50 Ampere reichen massenhaft. Also das wird der nicht. Ich wüsste echt nicht, wo das verbraucht. Wir haben nur noch ein kleines Display, das wird im Ampere-Bereich ziehen. Keine Lüftung, keine Heizung. Also ich sage, das geht ohne Probleme. Ne? Aber ich bin gespannt, was wir da an Gewicht ziehen. Deswegen bauen wir sie erstmal ab, würde ich sagen. Erstmal überlegen, wenn man sowas. Das war ja damals schon alles wegrationalisiert. Oh. Wir sind andere Säule dran. Boah, 120 Ampere kann ich sogar. Alter. Also prinzipiell ist es schon gut, immer wenn man genug Strom hat. Weil mehr Spannung heißt immer mehr Leistung, übertrieben gesagt. Das heißt, Zündspulen können mehr, es regelt einfach alles besser, jetzt übertrieben gesagt. Das heißt, wenn wir mit der anderen Lichtmaschine keine 14 Volt schaffen, wäre das schon nicht gut. Aber mit der Lightblox-Batterie, die auch gut Saft hat, glaube ich eigentlich schon, dass das geht. Deswegen. So, weil mich reizt nämlich viel mehr das, was ihr jetzt hoffentlich gleich seht. So, wir gehen ins Rennen mit der Originalen. 5-3, ne? 5-3. Okay, hier fehlt jetzt gerade noch der Riemendämpfer. Hälfte. Das ist halt wirklich die Hälfte, ne? Also wenn wir jetzt an der Lichtmaschine 2,5 Kilo holen, vorne auf der Vorderachse, das sind halt bei dem Auto schon wirklich immer Welten, muss man einfach so sagen. Die habe ich schon aufgebaut hier, die hat eigentlich nur 10er Gewinde. Die habe ich schon mal auf 12 gebohrt. So, also hier kriegen wir sie relativ einfach passend. Wie süß die aussieht, ne? Ja, schon. Also von der Theorie her ist sie jetzt so klein, dass ich am liebsten noch diesen Halter hier abändern würde. Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, der ist schon massiv weggeflext und ist auch aus Alu. Das heißt, hier kann man wirklich nur noch im 1-200 Gramm Bereich am Ende Masse sparen. Dafür muss ich erstmal wissen, dass die Lichtmaschine wirklich passt und klein genug ist. So, das Ganze sieht für mich aber wirklich gar nicht so kompliziert aus. Also das Problem ist, hier muss das mitgelieferte Rad, könnte man zur Not nehmen. Aber ich würde natürlich lieber, also da fehlt locker noch eine Riemenbreite. Wir machen mal Folgendes. Als allererstes muss ich hierfür auch einen Schwingungsdämpfer, nicht Schwingungsdämpfer, Generatorfreilauf besorgen. Dieses Teil, was ist das? Sieht man hier? Da ist ein Freilauf drin. Ich sage gerade für Rennstrecke wichtig, weil was macht dieses Ding? Ist ähnlich wie ein Rücktritt beim Fahrrad, also ein Freilauf. In die Richtung wird die Lichtmaschine angetrieben. Jetzt gibt es aber Momente, wo jemand einfach mal ganz schnell von 8000 auf 4000 Umdrehung schaltet. Und ein Schaltvorgang. Und in diesem Fall würde der Keilriemen die Lichtmaschine abbremsen müssen. Hier ist es einfach so, dass die Lichtmaschine so lange frei dreht, bis sie die passende Drehzahl vom Keilriemen wieder hat. Und dann wird sie wieder mit angezogen. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall so einen Freilauf. Den muss ich jetzt erst besorgen. Wenn der hier drauf ist, kann ich die Flucht, weil der wird auf jeden Fall weiter rauskommen, kann ich die Flucht einstellen hier rüber. Also ist relativ easy, weil ich habe gerade die Vision, wir werden ja raus müssen. Damit wir sie hier verschrauben können, fehlt hier ein Zenti. So. Das ist dick genug, dass ich hier einfach einen Zenti wegnehmen könnte. Will ich aber gar nicht, weil vielleicht will ich eher hier einen Zenti wegnehmen, um mit der ganzen Lichtmaschine weiter rauszukommen. Mhm. Also mit der ganzen Lichtmaschine so weit dann rauszuwandern, dass wir dann gleich die Flucht da einstellen können. Dann passt das in Anführungsstrichen mit Glück bolt on mit 50 Ampere. Was übrigens süß ist, es gibt tatsächlich zu dieser Lichtmaschine von eBay tatsächlich mal ein Vermessungsdiagramm und die zeigen ganz genau, bei welcher Drehzahl die Lichtmaschine wie viel lädt und welche Spannung hat. So, das heißt, ich konnte jetzt über das Rad und das Rad, also
das Rad ist fest, dieses Rad kann ich bestimmen, kann darüber mir die passende Drehzahl suchen, dass zum Beispiel, weil das ist für mich dann wichtiger, die Lichtmaschine im Leerlauf schon genug Saft hat, um die Batterie zu laden. Weil das Auto wird, wenn dann, tendenziell wahrscheinlich auch hier und da mal im Leerlauf laufen. Auf der anderen Seite wiederum darf ich die Lichtmaschine allerdings auch nicht überdrehen. So, und bei der Lichtmaschine ist es so, ab 6000 Umdrehung macht sie nicht mehr Stromstärke. Also bis 6000 wird die Stromstärke schon immer mehr. Und ab 6000 sind dann sogar 55 bis 60 Ampere erreicht. Ich sage, es reicht massig. Das heißt, 6000 sollte die schon drehen in dem Bereich, wo wir fahren. Ich fahre auf der Rennstrecke immer über 3000 Umdrehung. 3000 Umdrehung Motor heißt, das müssen 6000er Lichtmaschine sein. Das heißt, wir brauchen eine Übersetzung von 2 zu 1. Dieser Umfang muss also doppelt so groß sein wie dieser Umfang. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Schaffen wir locker. Wir haben hier 135 mm. Hier haben wir je nach Rad zwischen 50 und 70. Das heißt, es ist eher eine Übersetzung von 3 zu 1. Also wir sind mit der Drehzahl sogar eigentlich sogar fast höher. Ne? Ja, da warten wir aufs Rad. Vorher will ich nichts machen. Dann warten wir auf Herrn Wotzny. Der kommt morgen. Morgen geht's los. Das allererste Mal Titan schweißen. Ich weiß nicht warum, aber nee, doch. Es ist einfach, das Projekt damals war anders. Ich hatte ja ursprünglich mit dem Auto noch die Vision, als das losging, so ein bisschen Straße zu fahren. Ich bin einfach heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe. Weil gerade jetzt auch als Vater, entweder man baut es auf sicher für die Rennstrecke oder man baut es straßenzugelassen. Aber ob es dann straßenzugelassen auf der Rennstrecke was zu suchen hat, weiß ich nicht. Ich bin heilfroh jetzt mit diesem Recaro Ohrensitz da drin, wie man in dem Auto sitzt mit dem Käfig und so. Es gibt da einfach so viel Sicherheit und Vertrauen, dass dieser Straßenaspekt mit dem Auto erstmal dahingestellt ist. Aber damals hatten wir das vor, deswegen seht ihr hier nämlich tatsächlich auch einen Cut drin. Jetzt. Dieser Cut wird nicht viel Leistung kosten, weil das ist schon ein ganz schön großer Cut für nur 300 PS. Aber egal wie, wo, was, er wird auf jeden Fall die Temperatur nach oben schieben und er wird auf jeden Fall das Ansprechverhalten vom Turbolader verschlechtern. Das heißt, mit Glück ist das Ganze nachher ohne Cut, weil wir nämlich auf der Rennstrecke, auf manchen Rennstrecken wiederum braucht man einen Cut, deswegen bauen wir das Ganze Plug and Play, ist das Ganze vom Ansprechverhalten am Ende so ein bisschen besser. So, das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, wir bauen gleich mit Tom diese beiden Teile. Hier, einmal aus Titan. So, zack. Ich weiß jetzt schon, das ist der Anfang einer Titan-Ära. Weil wenn ich so dieses Rohr da unterm Auto sehe, das sind eigentlich 200 Meter gerades Rohr. Die könnte man auch geil in Titan machen. Nee, aber es freut mich, es geht in die richtige Richtung, weil wir finden hier aktuell tatsächlich Gewicht auf der Vorderachse. Und das ist wichtig. Und das wird hier auch nicht wenig sein. 4,6. Ich sage, in Titan wiegt es ein Drittel am Ende. 1,5. Das heißt, wenn alles gut läuft, haben wir tatsächlich über 5 Kilo hier vorne an dem Motor schon wieder gespart. Bei gerade mal 9,5 Kilo Fahrzeuggewicht. Ist schon nicht wenig. Okay. In aller Ruhe baue ich jetzt als allererstes in aller Ruhe. Ich baue jetzt in aller Ruhe den Turbolader um und dann machen wir mit der Downpipe weiter. Turbolader ist ab. Können wir euch nochmal ein kleines Status-Update geben. Also diese Nordlock-Scheiben, die hat es einfach wirklich komplett. Natürlich, wenn sie dann einmal lose sind, vibriert sich das natürlich dann einfach komplett weg. Ne? Wenn ihr irgendwie eine Lösung habt, wie wir dauerfest diese Mutter da rankriegen, könnt ihr euch gerne mal melden. Weiß ich nicht, ich bin schon so weit, dass man es vielleicht irgendwie mit Draht verrödelt oder so, ne? Weil die Flächen an sich sind eigentlich gerade, ist jetzt nicht so, dass die Flächen schlecht sind, aber trotzdem vibriert sich das so krass los. Krass. Okay, also jetzt können wir euch zeigen, einmal Unterschiede Abgasgehäuse. So, hier sieht man auf jeden Fall schon mal auf den ersten Blick Wastegate-Klappe, wie die halt viel größer ist, ne? Jo, Alter. Also wir können deutlich mehr Abgase durch das Wastegate führen. Das ist ein Punkt. So. Dann sieht man auf jeden Fall, wie, und das ist das, was am Ende die Maxleistung bringt, wie der Spalt hier größer ist. Wenn man da so reinfilmt. Mhm. So, das ist ein Punkt. Jetzt braucht man, glaube ich, gar nicht, muss kein Ingenieur sein, um zu sehen, wie diese Turbine hier größer ist. Da sieht man, wie sie größer ist. Im Auslass ist es gar nicht so viel. Aber wo es krass mehr ist, ist es hier am Einlass. Guck dich mal den Durchmesser hier an. Gegenüber hier. Das ist schon ein krasser Unterschied. Durchmesser im Einlass bringt Drehmoment auf die Welle. Logischerweise Hebel auf die Welle. Je länger der Hebel ist, hier treffen die Abgasen drauf. Die gehen ja durch das Abgasgehäuse und treffen so auf das Rad eigentlich.
und drehen sich dann hier so in der Mitte raus. Heißt, je größer dieser Hebel ist, je mehr Drehmoment kriegen wir erstmal auf die Welle. Was schon mal gut ist, um die Verdichterseite anzutreiben. Also um quasi auf der Verdichterseite Luft in den Motor reinzusaugen. Ja, andere Seite hatten wir ja schon gesehen. Auch selbsterklärend, ne? Ein letzter Punkt, Thema Verschleiß. Ich würde sagen, dieser Turbolader ist sogar verschleißfrei. Also da ist wirklich, da ist kein bisschen Öl, da ist kein bisschen Spiel. Also das Ding ist, er kann so direkt wiederverwendet werden. Okay, alles klar. Also jetzt neuen Turbolader ran und Daumenpad bauen. Also Motor ist wieder drin. Tom ist motiviert zum Titan-Welden. Ja. Schweißt du das gerne? Schweißt das gerne oder eher nicht so? Oder? Hab ich ja noch nie wirklich geschweißt, ne? Ah, okay, beste Voraussetzung. Ist genauso wie wenn ich in eine Software reingucke oder Motor zusammenbaue. Aber klappt dann nicht. Ja, sieht besser klappt. Nein, pass auf, hier. Also, da unten, das wird relativ einfach. Zack. Ja. Das ist unsere Straight Pipe, die hier rauskommt. Mhm. Wir machen das Ganze als ein Teil, weil das wird man schon ohne Probleme wegnehmen können. 90er. Das will ich mal hier so ein bisschen halten. So. Und jetzt ist nämlich die Frage, ob wir, also wir müssen auf jeden Fall einen Tucken wieder zurück. Wenn wir zurückgehen, ob wir da nicht gegen den Auspuff schon kommen, mehr gegen den Krümmer. Weißt du? Mhm. Also sieht halt echt nach ein Stück mehr. Ah, ja, okay. Apropos Lambda. Hab ich. Ja? Ja, sicher. Alter. Einmal mit Profis arbeiten. Reich gewohnt, ja. Gab's im Sonnenangebot für 53 Euro das Lambda-Gewinde. Ja, das muss man schon sagen, die Kosten für Titan sind wirklich schon exorbitant, ne? Wie du so gerne sagst. Also das ist wirklich, das ist wirklich krass. So, jetzt ist halt die Frage so, oder? Ja, ein nach zwischen. Habe ich zufällig. Oh, ein bisschen wegdrehen. Ja, so würde schon gehen. Und drehst den da unten hin. So. Jetzt ist aber eher die Frage, ich kann es gerade nicht ganz so sehen, ob der Winkel so, weiter rein. So schon reicht, dass wir unten in der Mitte rauskommen. Mhm. Aber weiter rein, guck mal, wie weit wir hier vorne sind, ne? Wir müssen eigentlich schon eher ja, hier so. Ja, da hinrennen. Ja, genau. Also, pass auf. Ich würde sagen, wir starten mit folgendem. Den Bogen ran. Mhm. Den würde ich ehrlich gesagt noch nicht ran machen, mhm. Damit wir das drehen können. Und wenn ich das richtig sehe, ist der ja auf gar keinen Fall zu lang. Mhm. Das heißt, den können wir hier eigentlich auch schon ran machen. Eigentlich kann ich sogar ein bisschen abschneiden noch, ne? Ja. Und hier können wir ja eigentlich auch schon 90 hoch, ne? Mhm. Halt mal einmal hier den 90er hier unten drin. Nur wenn ich so ungefähr weiß, wie viel... Oh, ich kann es fast so lassen, ne? Also das wäre maximal eng. Ja, aber du bist ja nicht schon dran. Ich würde sagen, fast ein bisschen kürzer, ne? Mhm. Okay, dann können wir den da aber schon mal anpunkten. Punkten den da oben dran. Und dann müssen wir hier zwischen das bauen, ne? Im Prima. Okay. Let's go. Jawohl! Zu später Stunde. Haut Wotzi noch einen raus hier. Schweißt du das lieber oder nicht so gerne? Ja, macht eigentlich Spaß. Man sieht im Internet eigentlich immer diese wilden Farben. Mhm. Das will man aber eigentlich nicht. Also, wie ich es verstanden habe, ist es in die Farben scheiße. Also du willst es goldig glänzen haben. Genau, ja. Umso mehr Regenbogen, so wie hier es ist, umso beschissener ist es. Kennst du seidig glänzend? Seidig. Kennst du nicht seidig glänzend? Ah, doch, ja klar. Von, wie heißt es? Soan. Ja, Soan. Soan. De Busch. Euer Alter. Go auf Dacho. Ja, ist schon 0 Uhr hier wieder. Ne? Wir machen gleich Feierabend. Aber es ist tatsächlich so, also ich kann es verstehen, dass manche Leute aus diesen Piecuts bauen, weil. Nur alleine der Aspekt, dass du aus 90 Grad mal ganz schnell 85 Grad machen kannst, indem du die alle so ein bisschen verdrehen kannst, macht das Ganze natürlich schon echt einfacher zu bauen, ne? Muss man einfach sagen. Also was heißt einfacher zu bauen? Guck mal, ist egal, man kann das jetzt immer irgendwie so drehen, dass es am Ende passt. Kriegen Sie mal wieder. Alter. So, war jetzt echt kein kompliziertes Teil, ne? Aber... So, pass auf, als letztes Erfolgserlebnis heute punkten wir das noch an und dann müssen wir das Ding einmal wiegen. Ja. Ah! Lambada. Ja, das können wir dann nochmal ein bisschen eher durchschmeißen, so, ne? Aber okay. Ja, komm mal, jetzt brauchen wir erstmal nur den. Sicher, sicher. Mach mal nur den. Jawohl! Das sieht auch geil aus. Hat auch irgendwie eine gesunde Form. So, schön eng am Krümmer lang hier runter. Saftig. Oh.
Oder was hast du? Kann man sich gewöhnen an diese Pikeheizer? Ja. Also ich habe halt strömungsmäßig immer so ein bisschen, irgendwann fahre ich auch nochmal zu NG auf dem Flowbench und werde das mal durchmessen, wie schlecht das ist. Ja, weil so ein Silikonschlauch ist ja schon nicht so das Beste, ne? Und dieser Knick hier ist ja schon ein ganz schöner Knick. Ja, stimmt. Meine, das ist jetzt auf der Abgasseite vollkommen egal und bei 300 PS ist es auch vollkommen egal. Achso, hier kann ich jetzt gerade übrigens mal zeigen, damit sich hier nie wieder was losvibriert, war jetzt die letzte Instanz auf M10 gebohrt, den Krümmer, weil wir mit dem neuen Abgasgehäuse hier ein bisschen mehr Flansch hatten. Heißt jetzt M10 Stehbolzen, eine schöne Titanmutter, auch nur deswegen, weil sie ein bisschen kleiner ist vom Kopf her. Und die Nordlock-Scheiben in extra groß drunter. Also wenn sich das jetzt nochmal... Und man merkt auch vom Gefühl her schon sofort, dass eine 10er sich einfach 10-mal krasser anziehen lässt als M8. Ein 10er 10-mal krasser? Ja, 10-mal 10-mal krasser. deswegen, so passt das jetzt. So, pass auf, jetzt noch als Sieht auch männlich aus, ne? So eine 10er, Alter, für diese kleinen... Ja. Wird der jetzt bricht der Flansch einfach ab, Alter. So ein Insta-Foto hier. Auf dem Foto riecht du noch geiler aus, ehrlich gesagt. Süß, dieser Turbo ist, ne? Kannst schon fast in die Dorfer bereitstecken, ne? So, jetzt das Wichtigste zum Einschlafen nochmal das Gewicht. Also wir haben es weiter vorne im Video schon gezeigt, wir gehen trotzdem nochmal. So, 4,55. Ja, plus V, Mann, ne? Ja, komm. Ah ne, die ist da, die schraubt schon gut. Ja. So, jetzt ist auch mit Cut und so weiter, ne? Aber... Alter, krass. Alter, 100 Kilo. Junge. Ja gut, lass ein Kilo werden mit ein bisschen Schweißdraht dazu, ne? Okay, und hier, ne? Ah. Das teuerste Gewinde, was ich in meinem Leben gekauft habe. Fällt gar nicht auf. Okay, fällt gar nicht auf. Geil. Krass. Schon wieder 3 Kilo gespart. Ist halt 1,2er Wandstärke? Mhm. Ne, 3,5 Kilo so. Ja, stimmt, jo. Und 3,5 Kilo bei dem Auto ist halt wirklich schon... Also, man muss ganz ehrlich sagen, das, was ihr hier jetzt seht, sind so ungefähr... Ich glaube, wenn wir noch Gas, Schweißzusatz und so weiter rechnen, sind das schon so, muss man ehrlich sagen, 400 Euro. Also 400 Euro Material sind das schon, wenn man es jetzt einfach ganz normal im Internet bestellt und fertig. Vielleicht 350 Euro. Viel Geld, aber... 3,5 Kilo. Muss man einfach so sagen, klar, jetzt mit Cut und so weiter, ne? Aber 3,5 Kilo... 100 Euro das Kilo. Die Sauger schon 100 Euro pro PS. Nächste Woche 700 Kilo, würde ich sagen. Nein, also war ein Spaß wert, ist geil. Macht garantiert auch genauso süchtig wie Schrauben und so. Ja. Also ich formuliere es anders. Du kannst natürlich mehr Gewicht sparen, als wenn du Schrauben. Diese Titan-V-Anstelle? Das ist die jetzt gegeben, aber hätte, glaube ich, 80 Euro gekostet. Also. Ja, das war echt sportlich. Deswegen, nee, aber wenn ich jetzt hier so runter gucke, ne, was da für eine Tüte drunter hängt, dann wissen wir auf jeden Fall, was das nächste Upgrade sein wird. Weil das ist ja wirklich nur gerades Rohr und ein paar Mögen, ne? Ja. Das sind die nächsten 5 Kilo. Ja. Ja, also ohne den Topf jetzt, ne? Achso, ja. Achso. Ohne den Topf. Also die ganze Anlage werden garantiert... Also das V-Band hinten am Achse wahrscheinlich. Die ganze Anlage, da können wir garantiert nochmal 10, 12 Kilo holen. Bin allerdings gar nicht so heiß drauf, den Topf hinten zu tauschen, weil ich schon noch einen schönen Klang haben will. Ich bin gespannt, wie das klingt. Und der Topf hängt ja wirklich unter der Hinterachse, unter der Hinterachse. Das heißt, das Gewicht da ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also da, aber bis dahin können wir auf jeden Fall maximal viel rausziehen. Ja, alles klar. Danke fürs Titanschweißen. Jetzt erstmal Feierabend, morgen geht's weiter. Ganz kleine Zwischenszene noch. Es wird an allen Baustellen gekämpft. Ich habe das Maurerlot ausgepackt hier. Mal kurz eine Verlängerung. Unten dran, dass es wirklich genau mittig runterhängt, weil Daniel Animal Racing hat nochmal neue Sitzkonsolen gemacht. Weil wir arbeiten immer noch an der Sitzposition, weil der Sitz ist jetzt natürlich hier oben fetter geworden, das heißt, wir kommen wieder an den Käfig. Aber jetzt guckt euch an, wirklich genau in der Mitte, weil ich habe nämlich damals Langlöcher in die Lenksäule gemacht. Das heißt, ich konnte die Lenksäule jetzt nochmal 1,5 cm nach hier. Jetzt steht sie wirklich gerade und ja, ist genau in der Mitte. Ganz unten, ganz hinten, also mehr. Mehr geht es auch nicht. So. Kannst du überhaupt noch rüber gucken, Alter? Fast. Aber jetzt, nee, also es ist wirklich jetzt wirklich kerzengerade. Geil. Also jetzt gucke ich wirklich gerade hier darauf. Hier kommt man halt gar nicht mehr dran. Jetzt passt auch, es war vorher, saß man zu nah dran. Da hätte man das Lenkrad wieder weg. So sitze ich jetzt wieder genau perfekt weit genug weg, dass auch hier nichts im Weg ist, ne? Und, ja. Und von der Theorie, ne? Ah.
kann ich halt noch überall hin, wo ich hin will. Krass, ne, wie viel. Das ist immer wieder beeindruckend hier. Geil, so, okay. Downpipe fertig und los geht's. Also da muss ich echt mal ein kleines Lob aussprechen hier. Dafür, dass Tom das erste Mal Titan geschweißt hat, sieht das schon echt verdammt geil aus. Muss ich einfach mal sagen. Hätte ich nicht gedacht. Chapeau, Hut ab. Wirklich geil. Mega. Auch es ist halt doch einfach. Ist krass. Ich bin gespannt, ob es hält. Weil das wird sich farblich alles verfärben. Keine Ahnung. Ich habe Titan ehrlich gesagt selten im Rennsport gesehen. Egal, wir wollen es testen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es halt anfängt zu reißen. Aber unter einem Kilo die Downpipe, das ist wirklich einfach nur krank. Endlos Gewinde. Zack. Geil. Ich würde sagen, das reicht für dieses Video. Ich bin happy, Titan Downpipe ist dran. Im nächsten Video müssen wir noch Bremse montieren. Dann müssen wir noch ein Regelventil montieren für die Hinterachse, dass wir den Bremsdruck dort mindern können. Das kommt direkt hinter den Hauptbremszylinder. Das heißt, wir können später im Display den Bremsdruck sehen, wie wir ihn mindern. Bin ich sehr gespannt drauf, ob es wirklich funktioniert. Wird funktionieren, muss funktionieren. Aber das wird geil. Für jetzt reicht es erstmal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wo wir die Bremse montieren und dann hoffentlich auf dem Pilzerberg fahren.